Willkommen zurück auf meiner kleinen Farm und schaut mal, was ich hier Schickes habe. Ich habe hier ein schickes Schild bekommen. Richtig genial. Ja, und wir haben heute den 1. November. Zunächst mal müssen wir uns kurz mal um die Tiere kümmern und dann geht es aber auch direkt aufs Feld. Denn da wartet noch ein Teil der Ernte darauf, geerntet zu werden. Aber ja, wir wollen ja die Tiere nicht hungern lassen. Ist eh schon 8 durch. Bin ein bisschen spät dran heute. Deshalb Schweine und Hühner habe ich schon geschaut. Da passt alles. Aber jetzt hier mal die Kühe einmal füttern. So, bis was kommt. Und dann können wir langsam fahren. Und das einmal schön in den ganzen Trog hier rein verteilen. Damit die heute nicht hungern, wenn ich nicht zu Hause bin. Da müssen wir ein bisschen langsamer machen. Nicht, dass wir dann zum Stall draußen sind und der ist noch nicht leer. Das wäre nicht so toll. Jetzt ist leer. Wunderbar. Sagen, den hängen wir hier ab. Hat quasi hier sein Platz. Und dann müssen wir mal schnell schauen. Ja, wunderbar. Unser Anhänger. Ah ja, da vorne steht er ja schon. Den brauchen wir jetzt nämlich. Mit dem müssen wir aufs Feld fahren. So. Wunderbar. Ab aufs Feld, ja. Das letzte Feld, was wir für dieses Jahr ernten müssen. Und zwar sind es hier diese wunderschönen Sonnenblumen. Ich sehe gerade, da war ein bisschen Unkraut drin. Hier vorne. Okay. Aber es geht nicht tief rein, es ist nur direkt am Rand. Naja gut, nicht so schlimm. Dann schauen wir erstmal. Lass uns dabei nicht überfahren, ob der Drescher noch will. Schneidwerk habe ich vorher schon mal rangehangen. Ja. Das richtige Schneidwerk ist es definitiv. Wir müssen erst Sonnenblumen ernten. Wunderbar. Und dann ab zum Feld. Da geht's los mit der Ernte. Darüber. Das ist ein bisschen eine ungünstige Stelle hier. Mit der breiten Straße, wo ich jetzt hier so kurzer Distanz zweimal drüber muss. Aber gut. Schneidwerk ausklappen. Und dann geht's los hier. Ab geht die Fahrt. Hoffe ich doch, dass wir hier möglichst viel ernten. Und dass sich das auch gelohnt hat, der Anbau der Sonnenblumen. Es ist halt immer ein bisschen spät im Jahr, wenn man die erntet. Weil die so lange brauchen, bis die trocken sind. Und ich habe sie natürlich auch ein bisschen spät gesät dieses Jahr. Muss man natürlich auch berücksichtigen. Ich
fette Stängel. Das muss halt alles schön durchtrocknen. Auch so. Ja, wenn man sich so eine Sonnenblume oben die Blüte mit Kern drin einfach mal abmacht und sich so vor sich hinlegt, sodass die Kerne nach oben schauen. Der Boden, der dann unten dran ist, der ist auch ordentlich dick und der muss halt auch durchtrocknen, damit die Kerne dann nicht die ganze Zeit wieder Feuchtigkeit nachgeschoben bekommen. Aber an sich ist es eigentlich ja trotzdem perfekt, dass man quasi so im Juni, Juli anfangen kann mit Gerste, Weizen, Hafer. Und ja, dann kann man so einen ganzen Sommer über bis rein Oktober, November jeden Monat irgendwas anderes auf dem Feld dreschen. Ich finde es genial, weil so dreschen ist eine richtig, richtig befriedigende Arbeit. Findet ihr nicht auch? Da holt man quasi das vom Feld runter, wofür man das ganze Jahr gearbeitet hat. Darauf hat man hingearbeitet. Und wenn das dann nicht einfach nur so in einem Monat, zack, und jetzt ist vorbei, sondern so über mehrere Monate hinweg verteilt ist. Viel, viel schöner. Meine Meinung. Was haben wir denn? Ein Viertel ist schon voll. Ah, da können wir ein paar Bahnen fahren, bevor wir da abbunkern müssen. Ich würde sagen, ich fahre noch eine zweite Vorgewendebahn, bevor wir dann zu den Bahnen übergehen. So, da rein. Ist auch wieder schönes Wetter heute. Im Übrigen werde ich keine neuen Maschinen mehr groß kaufen, denn ich habe in naher Zukunft einen neuen Hof in Aussicht. Es dauert noch ein bisschen. 2-3 Wochen so. Aber dann werden wir umziehen. Und da lohnen sich halt einfach neue Maschinen nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt einfach hier schön in Ruhe die letzten Arbeiten voll machen. Und dann wird dieser Hof hier komplett alle Maschinen, alle Tiere, alles was ich hier habe, werde ich an den Nachfolger hier verkaufen. Und mit dem Geld, was ich dann habe, werde ich mir quasi den neuen Hof dann kaufen. Also ich habe ja hier jetzt schon mal ein bisschen was angesät und ich werde die nächsten Tage auch noch ein bisschen was ansäen. Ich hoffe, auf dem neuen Hof hat es mir der Vorbesitzer auch gleich getan. Als ich beim letzten Mal dort war, war noch nichts angesät, aber ich hoffe doch, dass wenn ich da hinkomme, dass dann da ein bisschen was angesät ist. Und ich da dann direkt schon mal ein bisschen was habe zum Ernten.
Das wäre natürlich optimal. So, und jetzt fahren wir Bahn. Und zwar dahin dazu. Da geht's rein. Ah, fahren wir einmal hin und wieder vor und dann würde ich sagen, ist auch schon Zeit, um abzutanken. Schauen wir uns das Ganze hier ein bisschen in der Außenansicht an. So, ja, ihr seht's. Das Schneidwerk, das hat hier hinten so ein Häckselmesser und häckselt dann quasi direkt schon mal so ein bisschen die Stämme sind es nicht, Halme sind es auch nicht. Ihr wisst, der etwas dickere Halm, an dem die ganze Sonnenblume mit dem Boden verankert ist. So, Rohr kann man schon mal ausklappen. Da ernten wir das schwarze Gold, nenne ich es jetzt mal. Boah. Wenn ich mir das so anschaue, es könnte schon eng werden, dass es gar nicht hier auf den Anhänger drauf passt. Will ich zwar nicht hoffen, dass es nicht auf den Anhänger passt, aber es könnte passieren, durchaus. Wir haben es glücklicherweise nicht weit zum Silo, von dem her ist es nicht so krass tragisch, aber ja. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ist jetzt auch tatsächlich das letzte Feld für dieses Jahr. Das heißt, wir können dann gleich im Anschluss den Drescher auch mal richtig gründlich waschen. Der ist ja schon ordentlich dreckig geworden dieses Jahr. Und so mittendurch die ganze Zeit den Drescher zu waschen, erachte ich nicht als sonderlich sinnvoll, denn er wird ja eh wieder dreckig. Aber dann halt über den Winter bis zum Frühjahr. Da rostet er nur unnötig, wenn wir den ganzen Dreck dran lassen. Deshalb wird er da einmal grundgereinigt. So, ab in die nächste Bahn rein. Ja, im Übrigen bezüglich des neuen Hofes, den ich angesprochen habe. Ihr dürft gerne spekulieren, ja, aber ich werde nichts verraten. Beziehungsweise wir können verraten, es wird auf alle Fälle eine Einfach-Map sein, keine Vierfach-Map. Und ja, ich kenne da mehrere, die da in nächster Zeit released werden sollen. Falls ihr nur eine kennt, dann müsst ihr euch unbedingt umschauen, weil es könnte die sein, an die ihr denkt, aber es könnte auch eine andere sein.
Ganze wird dann eine Überraschung für euch. Von dem her, bleibt einfach dran und schaut regelmäßig rein, was ich da an Videos so hochlade. Im Übrigen, falls ihr irgendwelche speziellen Tests euch wünscht, dürft mich gerne in den Kommentaren wissen lassen, was ich genau für euch testen soll. Dürfen gern auch irgendwelche Mods sein, Mods, die verglichen werden sollen, die relativ ähnlich sind und so weiter und so fort. Ich werde sicherlich nicht jede Anfrage sofort bearbeiten können. Gegebenenfalls ist vielleicht auch die ein oder andere dabei, die ich dann gar nicht bearbeiten werde, aber wer schon länger dabei ist, der weiß ja, dass ich die meisten Fragen bezüglich irgendwelcher Tests immer beantwortet habe und auch wenn es dann mal ein paar Tage oder ein, zwei Wochen gedauert hat, irgendwann war der Test dazu auch da. In den allermeisten Fällen. So, nach der Bahn noch zwei. Dann voll abbunkern auf den Anhänger. Und dann geht's ab nach Hause. Drescher waschen. Ist ja heute bestes Wetter, das heißt, ich kann dann auch später einen Anhänger holen. Das sollte nicht viel passieren. Bei dem schönen Himmel. Ja, da wäre sogar ein Blinder überrascht, wenn es da plötzlich anfängt zu regnen. So. Ab in die letzte Bahn. Eieiei, reicht es? Ach, perfekt. Rock kann schon mal wieder ausgefahren werden. Ist ein bisschen ungünstig an dem Drescher hier, das sieht man einfach nicht. Ob das jetzt wirklich draußen ist, eine Anzeige gibt es auch nicht. Na gut. Schneidwerk können wir schon mal einklappen. Ja, und wie ihr seht, das passt voll locker auf diesen Anhänger drauf. Das ist tatsächlich schwarz wie der Anhänger. Das war die falsche Taste. Dann würde ich sagen, fahre ich direkt auf den Waschplatz. Aber der Drescher direkt hier einmal durchgewaschen. So. Kann man sich ja fast nicht mehr anschauen. So dreckig wie der ist. Erstmal den ganzen Schmutz hier lösen. Und sobald er ein bisschen eingeweicht ist, können wir dann voll schön sauber reinigen hier alles. Wunderbar. Damit ist der Drescher wieder sauber und kann jetzt einmal untergestellt werden.
damit würde ich aber auch sagen, war es das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.